Seit Tagen sitzen die Jugendlichen irgendwo dort hinten in der Höhle fest und seit diesen Tagen sitzen auch hier die Angehörigen bangen, verfolgen jede Nachricht, beten, verfolgen jedes Gerücht und schauen gen Himmel. Ob es regnet oder nicht, ist so wichtig für diese Rettungsarbeiten und derzeit ist der Himmel gnädig, es scheint die Sonne, es regnet nicht, bedeutet, es kann mehr Wasser aus der Höhle rausgepumpt werden, als Neues reinfließt durch den Regen. Der Plan derzeit der Rettungskräfte ist, den Kindern das Tauchen beizubringen und in den nächsten Tagen mit den ersten kräftigsten, mutigsten Kindern die Höhle zu verlassen. Derweil werden sie versorgt mit Lebensmitteln, eine Telefonleitung soll gelegt werden und alle wollen hier nur eins, diese Kinder schnellstmöglich aus ihrem dunklen Verlies befreien. Und deswegen hoffen, bangen und beten vor allem die Angehörigen, dass es nicht wieder regnet wie in den letzten Tagen hier in Thailand zur Regenzeit.